Guten Morgen, liebe Wohnkabinenfreunde. Heute ist der 8. Tag unserer Wohnkabinenreise. Wir sind noch auf dem Thunderbird RV Park und ich zeige euch jetzt mal den kleinen kurzen Kieselstrand hier. Wir werden uns gleich auf den Weg machen nach Alder Bay. Alder Bay ist ein kleiner Ort in der Nähe von Telegraph Cove. Telegraph Cove, das ist ein Bild, was ich bei mir im Büro schon lange hängen habe. Das ist ein Bild, das hat Nadja vor vielen, vielen Jahren mal gemalt. Und das ist so ein richtiges Postkartenmotiv, was eben Telegraph Cove zeigt. Ein kleiner Küstenort mit roten Häusern, die auf einer Pier stehen. Ja, und dieses Bild, was ich da bei mir schon so lange hängen habe, was mit ein Auslöser war, auch für die Kanada-Reise, dass ich gesagt habe, Mensch, das möchte ich mal live sehen, ich möchte mal dieses Camping hier erleben. Das werden wir uns dann spätestens morgen holen. Vielleicht schaffen wir das sogar noch heute Abend, dahin zu kommen. Ja, hier drüben seht ihr nochmal unsere Kabine stehen, direkt hier am Strand. Und Nadja packt gerade die letzten Sachen zusammen und dann geht's gleich auf große Fahrt. Die heutige Fahretappe hält wenig Spannendes bereit. Die Landschaft ist seit einiger Zeit ähnlich, wie es hier zu sehen ist. Gerade passiert etwas total Seltenes. Wir werden überholt. Autos gibt es hier oben relativ wenige. Die Temperatur, die ist ganz schön gefallen. Wir haben nur noch ca. 10 Grad. Unsere Fahrzeit beträgt jetzt noch 1 Stunde und 32 Minuten. Es fängt jetzt gerade an zu regnen. Wir fahren heute nicht nach Alder Bay, sondern wir fahren nach Alert Bay. Da habe ich vorhin was Falsches gesagt und wie es da aussieht, das seht ihr gleich. Einen schönen guten Abend allerseits vom Alder Bay Resort Campground. Hier sind wir heute eingekehrt und ihr seht, wir stehen wie schon so oft in den letzten Tagen hier am Wasser. Im Hintergrund läuft gerade ein großes Kreuzfahrtschiff in die Bucht ein. Wir haben eine wunderschöne Aussicht hier und morgen geht es ja nach Telegraph Cove, da machen wir dann eine Whale-Watching-Tour. Heute waren wir ziemlich faul, wir waren heute gegen Mittag hier, haben ein bisschen gelesen, ich habe den Laptop aufgeklappt, habe so ein paar Dinge geschrieben und fertig gemacht. Und jetzt werden wir uns hier draußen das Lagerfeuer anzünden und werden noch den Sonnenuntergang über der Bucht genießen. Bis morgen!